Hallo und willkommen zurück. Heute gibt es Königsberger Klopse aus unserem Ninja Foodie Max. Wenn euch das Video gefällt, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Ich würde mich freuen. Die Zutatenliste und die Zubereitung schreibe ich euch wie gewohnt in der Videobeschreibung. Zuallererst beginnen wir mit unseren Klopsen. Hierfür brauchen wir 500 Gramm gemischtes Hackfleisch, 2 Eier und 2 geschreddete Brötchen vom Vortag. Eine klein geschnittene Zwiebel. Ein Teelöffel Salz, ein halben Teelöffel Pfeffer und ich gebe auch immer ein paar klein gehackte Kapern mit zu den Klößen. Nun das Ganze schön vermengen und kleine Klopse formen. Diese lege ich auf die Metallgitter vom Foodie. Die erste Ebene haben wir gefüllt. Den Rest packen wir oben auf der zweiten Ebene. Sind die Klopse soweit vorbereitet, starten wir unseren Foodie und gehen auf die Anbratfunktion, höchste Stufe, starten ihn. Nun lassen wir 60 Gramm Butter schmelzen und braten hier eine kleingeschnittene Zwiebel glasig an. Anschließend geben wir 40 Gramm Mehl hinzu und verrühren alles schön. Nun gießen wir nach und nach 1 Liter Wasser hinzu und rühren dabei ständig um. Hier darf man das Wasser nicht zu schnell zugeben, sondern immer nach und nach, sonst kriegt man nachher das Mehl-Butter-Gemisch nicht richtig verrührt. Nun würzen wir das Ganze mit 4 Teelöffel Fleischbrühe, 1 Teelöffel Salz, 2 Esslöffel Zucker und 2 Esslöffel Zitronensaft. Als nächstes geben wir die Kapern hinzu. Hier habe ich 2 kleine Gläser geholt mit Abtropfgewicht 20 Gramm jeweils. Ein Glas habe ich davon ja schon in die Klopse getan. Das andere geben wir jetzt hier zu mit der Flüssigkeit für den Geschmack. Und die Flüssigkeit von den anderen Kapern in den Klopsen habe ich aufgefangen. Diese geben wir ebenfalls hinzu. Das Ganze lassen wir kurz aufkochen und schalten die Anbratfunktion aus. Nun geben wir die Kartoffeln hinzu und verteilen sie grob. Nun kommen noch 3 Pigmentkörner und ein Lorbeerblatt hinzu. Dieses lege ich mit so einem Tee-Ei rein, dass ich das nachher wieder aus der Soße gut rausbekomme. Nun können wir unsere zuvor vorbereiteten Klopse in den Foodie stellen. Hier muss man darauf achten, dass der Korb auf dem Boden steht und nicht auf die Kartoffeln aufliegt. Nun gehen wir in den Pressure-Modus. Geben Quick Release ein. Das ist das automatische Abdampfen. Den höchsten Modus auf High und geben den ganzen 5 Minuten. Oben das Ventil muss jetzt in diesem Modus aufs Ziel stehen, nicht auf Vent, sonst würde er keinen Druck aufbauen. Also ganz wichtig, aufs Ziel. Und wir starten das Ganze. Nun heizt er vor. In der Zwischenzeit geben wir ein Eigelb in 225 Milligramm Sahne und rühren es unter. Zum Ende der Garzeit dampft der Ninja automatisch ab. Dies dauert jetzt ein wenig, aber er meldet sich gleich, wenn er fertig ist. So, jetzt ist der Druck abgebaut. Erst jetzt können wir den Deckel öffnen.
Ja, sieht gut aus. Den Gittereinsatz nehme ich immer mit Silikonhandschuh raus. Und stelle ihn auf einen Teller. Unser Tee-Ei nicht vergessen. Nun geben wir die Sahne-Ei-Mischung hinzu und verrühren. Nun können wir das Ganze noch ein wenig aufwärmen, aber es darf nicht kochen, sonst floppt das Ei. Oh, sieht lecker aus, hat alles wunderbar geklappt. Die Menge reicht für uns zwei Personen für zwei Tage. Wir kochen uns morgen nochmal neue frische Kartoffeln dazu und wärmen die Soße mit den Klopsen separat auf. Das Ganze lässt sich natürlich wunderbar auch in normalen Töpfen machen. Schneiden wir das Ganze nochmal an. Die Klopse sind durch, sehen gut aus. Und die Kartoffeln, sind die auch weich? Ja, wunderbar. Die sind auch gut. Ja, probiert es gerne selber mal aus. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Ciao.